Was haltet ihr eigentlich von HRV oder könnt ihr nicht mehr was zur HRV machen? Kam ganz häufig von euch und das haben wir heute mal mit euch vor. Ab geht's nach dem Trailer. Ja, also ich habe es ja vor dem Trailer gesagt, diese Fragen kamen ganz, ganz häufig vor oder standen in den Kommentaren, ob wir nicht mehr was zur Herzratenvariabilität machen können. Und wir haben das zum Anlass genommen, den ersten ASAP Tuesday, also as short as possible Tuesday zu starten. Und das soll also ein Video sein, das ganz kompakt ist, deswegen rede ich nicht lange um den heißen Brei, sondern gehe direkt los. Also kurze Frage, aber es heißt auch so klein wie möglich schreiben. Ja, also, weil da sieht man die Fehler vielleicht auch nicht, die ich hier geschrieben habe. Ist ja in Englisch, you know. Also, was ist eigentlich die Herzratenvariabilität? Das heißt eigentlich nur, wie ist dieser Abstand zwischen der Erdzacke, also wir haben hier so einen EKG-Verlauf, ich weiß, die P-Welle ist ein bisschen zu hoch, aber für die Mediziner unter euch oder Kardiologen, ihr könnt mir das ja, ja vergeben sozusagen. Die Erdzacke, das ist quasi hier, wo die Herzkammer zu kontrahieren beginnt. Und das kennt ihr ja, diese Zacken, ne? EKG-Verlauf. Und der Abstand zwischen diesen Erdzacken, also zwischen diesen Spitzen hier, das ist nicht immer gleich bei uns. Ja? Also das ist bei immer ein bisschen unterschiedlich. Das ist auch gut so. Ja? Das muss quasi so sein. Das ist kein Herzfehler oder so. Das Ganze wird in Millisekunden gemessen und spiegelt eigentlich nur wieder, ja, wie euer Auto oder ist reguliert durch euer autonomes Nervensystem oder ihr kennt das vielleicht durch oder als Vegetativum. Also im Grunde, das können wir nicht großartig willentlich ja, oder willkürlich sozusagen beeinflussen. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, Herzschlag gleichmäßiger oder sowas. Oder man kann es vielleicht minimal durch ein paar externe Faktoren beeinflussen, aber im Grunde wird das autonom reguliert. Was sind Einflüsse? Was ist also für uns als ja, Triathleten da wichtig oder Ausdauersportler? Man kann die Herzratenvariabilität durch Training beeinflussen, aber also über einen längeren Zeitraum wiederum. Das heißt, also eure Herzratenvariabilität ist eher tief gegangen, das heißt, ihr seid eher müde, könnte man auch sagen. Ja? Also ihr seid wenig variabel, könnte man so übersetzen. Dann kann man das durch LIT, also Low Intensity Training, wieder ein bisschen gegenregulieren. Das ist auch der Grund, warum ihr sagen würdet, ne, wenn ihr stark belastet seid, okay, ich trainiere jetzt erstmal ruhiger, vielleicht ein bisschen länger, also wirklich locker. Und wenn ich dann mich dann wieder besser fühle, fitter fühle, frischer fühle, könnte man auch sagen, dann trainiere ich wieder HIIT. So, deswegen brauchen wir ja auch mal B und Entlastung. Das zeigt sich auch in der HRV. Weil HIIT führt wieder dazu, dass die HRV wieder tiefer geht, eher. Also wenn man sich die Studienlage anschaut, also tiefer, also geringere HRV heißt immer, ihr seid müde, ihr seid weniger variabel, höher heißt, ihr seid variabler. Ja? Euer autonomes Nervensystem kann im Grunde besser auf Reize reagieren, so frei übersetzt jetzt erstmal. Was wirkt sich darauf noch aus? Das ist auf jeden Fall der Schlaf. Also wenn ihr besser schlaft, euch besser erholt, dann zeigt sich das auch in der HRV. Stress, geht ja immer positiven und negativen Stress. Wir nehmen jetzt aber mal den Alltags, den negativen Stress. Der wirkt sich natürlich negativ darauf aus. Das heißt, ihr werdet weniger variabel. Also eure HRV sinkt eher. So, was wird da eigentlich nochmal oder wie wird das angegeben? Das ist dieser Root Mean Square of Successive Differences. Man könnte das auch ganz einfach erklären, indem man, ihr habt ja meistens auch einen Power Meter, es ist quasi der quadratische Mittelwert dieser Abstände, die man so quasi mittelt. Das ist ein bisschen wie die Normalized Power. Also eure Average Power und eure Normalized Power, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da ist es quasi genauso. Also dieses RMSD, das ist quasi das, was so international da immer verwendet wird. Es gibt noch ein paar andere Parameter, die habe ich jetzt hier nicht mit aufgegriffen. Aber das wird quasi in Millisekunden angegeben und das kann man dann ganz schön sehen. Geht es niedriger, geht es höher. Es gibt ein paar Athleten, bei denen das nicht so gut funktioniert, aber bei den meisten funktioniert es mittlerweile eigentlich, wenn man es über einen längeren Zeitraum betrachtet, ganz gut. Ich war lange Zeit nicht so ein großer Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lag vor allen Dingen an der Messmethode. Weil so wie den Ruhepuls oder das Gewicht, musste man das jeden Morgen irgendwie immer wieder messen. Und dann gab es einen Gurt oder hinten aufs Handy konnte man das mittlerweile auch machen. Aber am Ende des Tages ist es immer ein bewusster Vorgang. Und ich habe immer noch was gesucht,
was automatisch passiert. Deswegen habe ich mir jetzt dieses Whoop-Band hier geholt. Also hier übrigens keine Werbung oder so. Wir sind jetzt nicht von denen gesponsert. Es gibt ja auch diesen Aura-Ring und so weiter und weitere Sachen oder Gadgets, mit denen man das ganz gut messen kann, weil das funktioniert automatisch. Da gibt es eine App dazu und dann kann man sich das anschauen, wie das verläuft. Da wird auch euer Schlaf noch getrackt. Und dann könnt ihr eigentlich einen ganz guten Zusammenhang zwischen Schlaf, Belastung, Stress und so weiter zu eurer HRV sehen und darüber auch individuell euer Training steuern. Wichtig ist jetzt, dass das alles, was ihr da messt, intraindividuell ist. Also es geht jetzt nicht, dass ich auf den Nick frage, ey, wie hoch war denn heute Morgen deine HRV? Ey, meine war höher. Ja, vielleicht ist, ich habe gewonnen, ich kann besser trainieren. Das muss aber überhaupt nicht so sein. Ja? Also man kann jetzt nicht sagen, also eine 100 Millisekunden HRV super und eine 30er ist total schlecht oder sowas. Also man muss das erstmal selber intraindividuell vergleichen und dafür braucht man eine Baseline. Das heißt hier zum Beispiel auch bei Whoop ist das so, dass man da über mehrere Tage erstmal Daten sammeln muss. Und anhand dieser Daten wird dann eine Baseline gebildet. Und anhand dieser Baseline wird dann irgendwann auch eine Aussage getroffen, okay, du solltest vielleicht besser schlafen, du solltest weniger trainieren, mehr trainieren oder du kannst heute so und so viel trainieren. Also ganz, ganz spannend. Ich bin sowieso jetzt mittlerweile echt überrascht, wie gut auch die Herzfrequenz gemessen wird und auch der Energieverbrauch. Man kann das ja sehr leicht mit dem Fahrradfahren vergleichen, wenn man einen Powermeter hat. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also die Messung mittlerweile easy, früher halt irgendwie immer schwierig und messanfällig. Aber wenn ihr es täglich messen lasst, automatisch ist es irgendwie clever und dann braucht ihr euch gar nicht großartig drum kümmern. Auch vielleicht nicht zu sehr verkopfen darüber, sodass ihr denkt, oh, meine HRV ist aber heute total schlecht oder so. Immer noch aufs eigene Körpergefühl achten, das würde ich da empfehlen. Gut, es soll ja as short as possible sein, deswegen sind wir jetzt auch schon fertig. Wer sich für zum Beispiel dieses Whoop hier interessiert, unten in der Beschreibung findet ihr einen Link. Wenn ihr darauf klickt, kriegt ihr, glaube ich, irgendwie so einen Monat umsonst. Könnt ihr mal ausprobieren, wenn ihr darauf Bock habt. Und das war der erste S-App Tuesday. So, schnell, fertig, ciao.